Einen Moment, ich hoffe, es stört nicht in der Aufnahme und ich hoffe, man sieht es auch nicht. Jedenfalls nicht zu sehr. Wenn ich hier hin und her stelle. So, Wolf. Da ist die nächste Kuh. Ja, fließendes Wasser ist nicht besonders toll. Ich glaube, das überlastet meinen Rechner gerade ein bisschen. Also zumindest stockt da Minecraft. Da ein Lieder. Jetzt schnell zurück in die Richtung. So, okay. Was ist denn nun schon wieder? No, see, okay. Oh, wow. Ja, wenn sich das mal nicht lohnt. Von den Rüstungsteilen ist Kupfer genauso gut wie Eisen, hält aber länger. Deswegen ist es wirklich eine Ressource. Selbst wenn man sonst nichts mit Kupfer am Hut hat, kann man das für die Rüstungsgegenstände wunderbar benutzen. Man kann auch die ersten Werkzeuge daraus herstellen. Kupfer scheint irgendwie ein bisschen häufiger zu sein als Eisen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Oder ob ich bisher nur Glück hatte, dass in diesem Gebiet ich genau auf der Höhe war, wo Kupfer sehr gern spawnt. Okay. Na gut. So, ich guck mal bei den Einstellungen, ob ich irgendwas machen kann. Ich schätze mal, das viele Wasser drumherum macht meinem Rechner gerade ein bisschen zu schaffen. Ach, und so muss Lighting wollte ich gar nicht so hoch einstellen. Vielleicht liegt es auch daran. Animations. So, das Wasser soll ab jetzt nicht mehr animiert sein. Vielleicht hilft das schon, dass es nicht mehr so ruckelt. Dann das wäre... Ja, müsste deutlich besser sein. Das Licht ist jetzt vermutlich nicht mehr so wunderschön. Aber mir ist der Spielfluss wesentlich. Ja, Pilze. Ah ja, Pilze kann man, glaube ich, sogar grillen. Das kann ich ja gleich mal ausprobieren. Ich brauche sowieso immer zwei Öfen. Also was soll's, ich stelle mir gleich noch einen. So. Okay, 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 okay. Pilze konnte man grillen. Ja, Tatsache. Sehr gut. Denn gegrillte Pilze sind wieder eine Variante vom Essen. Scharf. Bist du etwa ein bisschen bescheuert? Ich meinte, Entschuldigung, liebes Schaf. Aber sonst hüpft mir keiner im Gesicht rum. Ich trau dir nicht. Naja, vielleicht war dem Schaf auch zu warm. Seit dem Scheren ist es ja zum Glück weggehoppelt. Vielleicht war es ihm auch einfach peinlich. Zu gern, ob Tieren manchmal Sachen peinlich sind. Richtig sicher bin ich mir ja nicht, aber. Ja. Okay. Stöcke. Die Hose kommt natürlich da. Ich wollte noch, und das war die Hauptsache, die zwei Eimer. So, zusammen mit dem Leather. Mal gucken, wie das Rezept... Ach du Sch... Hier, Milch und Leder. Genau, da wollte ich hin.
Das Fleisch kann ich jetzt sowieso anderweitig nicht verarbeiten. Also wird's gegrillt. Das wird auch gegrillt. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier noch irgendwo eine Kuh übrig gelassen habe. Dahin. Okay. Video-Settings. Ich muss da nochmal gucken. Naja. Minecraft macht es einem aber auch wirklich nicht leicht, hier ordentlich aufzunehmen. Okay. Kuh. Hi. Hast du irgendwo eine Schwester? Oder ein Bruder? Ups. Oh nein, ich wollte mich doch nicht hinsetzen. Ah. Oh, wie kann man so schusselig sein? Uiuiui. Ui, ui. Na gut, die Root brauche ich auch gar nicht. Ja, also man kann mit Milch halt auch Feinde vertreiben. Oder sich selber. Ja, und wenn das die einzige Kuh ist, dann... Oh. Bitte. Bitte. Doch kein Platz mehr. Raus mit den Stückkernen. Da ist wohl meine erste Werkbank. Hm, auch nicht schon wieder. Ah, da ist noch eine Kuh. So, lass dich melken. Schwupp. Bergauf eine Kuh melken. Das sollte man mal einem Bauern erzählen. So, schnell hoch. Und zurück. So. Okay, hoch. Also wirklich. So. Du machst mir jetzt einmal Joghurt da draus. Und hier draus viermal Milch. Und das Gute ist, aus dem und aus dem verdoppelt man es. Also jede Kuh, die ich jetzt finde, die wird mein Joghurtreichtum mehren. Also zumindest, wenn ich sie merke und dran denke, mir ihre Milch mitzunehmen. Och. Naja. Dieses Spiel kann anstrengend sein. So, ich werde mich nochmal noch kurz möglichst voll essen. Die Inhalte der Öfen gleich abbauen. Hier noch was geschmolzen? Ja, die Steaks. Ein Pilz. Okay. Sehr gut. Und jetzt werde ich mich mal aufmachen. Und zwar in die Richtung, wo ich hin will. Und
ja, mein Pferd ist dann auch weg. Die erste Zahl muss deutlich kleiner werden. Zweite schon fast okay. Das meinte ich. Eine Kuh, zweite Kuh. Milch, Milch. Dich hatte ich schon. Dich hatte ich. So. Gut. Wie schön. Pferde auf dem Baum. So, Hauptsache ich nehme ein paar Kühe mit. Oder zumindest deren Milch. Die haben einmal Milch am Tag. Das heißt, am nächsten Tag könnte ich hier quasi nochmal vorbeikommen. Und mir direkt was Neues holen. Deswegen lohnt es sich manchmal auch, direkt schlafen zu gehen. Damit man am nächsten Tag auch direkt wieder zu der Kuh laufen kann. Gerade wenn man hungrig ist und man ist gerade in der Nähe seiner Tiere. Dann kann man das schon mal so machen, dass man die Nacht einfach überbrückt. Um sich Essen zu besorgen. So. Aber man sollte sich da nicht drauf verlassen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, gerade wenn man Feldarbeit macht. War ich hier bei allen schon? Wenn man in den Höhlen ist, mit Monstern kämpft, wenn man wirklich viel rennen muss oder einem plötzlich ein Golem oder ein anderes, stärkeres Monster auf den Fersen ist, dann ist es wirklich notwendig, dass man ordentlich satt ist, sonst kann man irgendwann nicht mehr rennen, kann man irgendwann nicht mehr kämpfen. Man ist schneller tot, wenn man sich nicht mehr regeneriert und so weiter. So. Okay. Sehr schön. Wie gesagt, aus den Bären, die man zu viel hat, kann man ja schöne Sachen machen. Ach, mein Bett ist ja dann auch weg, nicht nur das Pferd weg. Wenn ich daran jetzt vorbeilaufe, nicht wahr? Ich hoffe nur, ich komme da jetzt nochmal vorbei. So. Okay, da sieht man ja schon, wie schnell man hier. Joghurt kommt. Den Joghurt kann man bis 16 stapeln. Mit einer Beere ist er, glaube ich, noch effektiver. Sagt, die Beeren will ich ja behalten. Aber jetzt Erdbeerjoghurt. Anderthalb. Normaler Joghurt auch. Okay. Gut, der ist ja nur effektiver, weil man zwei verschiedene Mahlzeiten dadurch hat. So. Ja, Pilze mitnehmen.
Das alles könnte ich eben nicht ohne den Rucksack. Deswegen, ja, wenn man sich den Anfang ein bisschen leichter machen kann, warum eigentlich nicht? Sagen zwar immer alle Schiiten, ja, ist nicht so toll und ist nicht so ehrlich. Aber mein Gott, wenn das Spiel einen so, so viele Freiheiten gibt, warum sollte man nicht ein paar der Freiheiten auch nutzen, um sich da ein bisschen mehr Spaß einzuräumen? So. Mir macht es mehr Spaß, wenn das nicht zu anstrengend ist am Anfang. Wenn man einfach Spaß hat, man kann ja erkunden, man kann machen, kann tun. Deswegen kann ich auch wirklich jeden verstehen, der bei verschiedenen Spielen, auch bei Skyrim und Fallout, der einfach irgendwann gesagt hat, ja, unendliche Möglichkeiten. Nur ich habe sie nicht, denn mein Inventar ist begrenzt und die Traglast spielt auch nicht mit. Da kann ich wirklich nachvollziehen, wenn jemand sagt, okay, ich mach's mir wenigstens ein bisschen einfacher. Ich schieb mich jetzt nicht übermäßig stark, aber irgendwo ein bisschen Luxus darf man ja auch in so einer Welt haben. Immerhin ist es ein Computerspiel. Sonst hieß das ja Computerarbeit, oder? Und das ist nur so lange ein Spiel, wie man es eben auch als Spiel empfindet. Dass man weiß, okay, man kann es ausmachen, es hat mit der Realität nicht so viel zu tun. Man darf ruhig ein bisschen Superheld spielen und ein paar Eigenschaften haben, die man sonst nicht hätte. Ist auch in Ordnung. So. Okay. Gummibäume. Aus Gummibäumen kann man Plastiktüten machen. Aber selbst bei Minecraft sind Plastiktüten nun ja nicht sehr effektiv. Man kann eben drei Items reinlegen. Oder drei Stacks-Items. Aber im Endeffekt braucht man sie dann relativ bald nicht mehr, wenn man sich wirklich aus den Kühen, aus den Kuhzuchten sein Leder holt und dann die normalen Rucksäcke nimmt. Dann ist das wie im echten Leben, man schmeißt die Plastiktüten weg. Und dann hatte man viel Aufwand für ein Produkt, was man im Grunde nicht lange oder gar nicht braucht. Obwohl ich persönlich ja sagen muss, so von Plastiktüten bin ich auch nicht mehr Fan. Es gibt nur eine einzige Situation, wo ich wirklich sagen kann, dass mir Plastiktüten bisher gute Dienste geleistet haben. Und das war, wenn ich wusste, dass mein Rucksack nicht hundertprozentig wasserdicht ist. Und es hat draußen geregnet und ich wollte zum Beispiel meine Bewerbungsunterlagen mitnehmen. Dann kam das nochmal in die gute alte Plastiktüte und dann erst in die Tasche. Einfach aus dem Grund, weil ich mir ganz, ganz sicher sein wollte, dass da nichts kaputt geht unterwegs, nichts durchweicht, nichts nass wird. Ja, ihr wisst ja, ein Tropfen und schon verschwimmt alles auf dem Papier. Man kann es nicht mehr einscannen. Zu trocknen ist auch schwierig. Also hinterher sieht alles, was aus Papier ist, aus wie Sau. Deswegen, naja, diese Stoffbeutel, beziehungsweise, das sind ja gar keine Stoffbeutel, das sind diese bunten Beutel, die es überall in Drogerien gibt, die sind ja auch aus künstlichen Fasern. Aber da muss ich sagen, wenn sie lange genug halten, sind sie wirklich praktisch. Aber sie müssen dann auch wirklich lange halten, weil auch das ist Kunststoff. Der lässt sich nicht gut abbauen. Und ja, die meisten Baumwollbeutel finde ich persönlich nicht so gut, die es zu kaufen gibt, weil die Henkel sehr, sehr dünn sind. Nicht besonders hochwertig.
Und einem irgendwann einfach die Finger wehtun, wenn man da was Schweres reinmacht. Man muss es tragen. Deswegen. Mein Rat, wenn ihr euch Beute holt, verwendet sie mehrfach, definitiv. Geht damit gut um, als hättet ihr 10 Euro bezahlt und nicht nur 20 Cent. Der Natur wird's gut tun. Und es wäre wirklich nicht das Schlechteste, wenn jeder in Deutschland da wirklich drauf achten würde. Also ich versuche ja selbst bei den Obsteinkäufen, wenn ich mir da diese kleinen Tüten mitnehme, versuche ich die nochmal zu verwenden als Müllbeutel oder irgendwie so. Versuche die eben nicht kaputt zu machen, wenn ich mir das Obst raushole. Weil ich es einfach schade finde. Man hat das irgendwie eine halbe Stunde benutzt, um das Obst nach Hause zu bringen. Und dann kommt es im Müll. Und dann produziert man quasi so unnötig Müll. Keine Ahnung. Also, ich glaube, wenn ich Obsthändler wäre, würde ich Beutel, durchsichtige Beutel hinlegen oder kleine Schalen hinlegen, auf die auch Pfand ist. Dass man diese Schalen zurückbekommt und dass diejenigen, die Obst und Gemüse einkaufen, das dann in diese Schalen packen. Die können ja aussehen wie Tupperboxen oder andere Plastikbüchsen, die es so gibt. Oder hochwertigere Tüten. Die können auch durchsichtig sein, damit man sieht, was drin ist. Und es gibt bestimmt eine Menge Varianten, um eine Menge Müll zu vermeiden. Aber da müssen die richtigen Leute im Unternehmen arbeiten. Die sagen, kommt, wir machen es innovativ. Wir beteiligen uns nicht weiter an diesen merkwürdigen Sitten und Gebräuchen. Und wir wollen die Umwelt schonen, anstatt sie zu zerstören. Ja. Im Endeffekt können nur die großen Firmen wirklich daran was ändern, worin man ihre Produkte transportiert. Das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, wenn ich mit meinen eigenen Büchsen zu Kaufland gehen würde, würde das Obst da einpacken. Die würden mir vermutlich einen Vogel zeigen. Also wenn ich es kann, verwende ich die Beutel, die wirklich mehrere Jahre halten. Nähe sie auch zur Not nochmal nach. Das ist so ein Polyester-Zeugs, weil ich mit den Baumwollbeuteln oft wegen den viel zu dünnen Tragelaschen, also diesen Henkeln, nicht gut klarkomme. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz verloren. Also ich nehme lieber diese Polyesterbeutel oder wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dann habe ich auch zwei große Einkaufskörbe. Ja. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, benutzt auch Einkaufskörbe. Und die kann man lange benutzen. Selbst wenn sie 1 oder 2 Euro kosten in der Anschaffung. Ich habe mir damals Körbe in dem billigsten Billigladen geholt. Die haben zwischen 2 und 3 Euro gekostet. Die waren genauso groß, dass egal was ich da reingemacht habe, dass sie nie zu schwer waren. Also holt euch vielleicht auch nicht den größten Korb, wenn ihr das alles per Hand tragen müsst, weil euch sonst die Hände abfallen. Nehmt Rucksäcke zum Einkaufen. Und wenn ihr habt, ein Fahrrad. Weil das Fahrrad kann euch die Lasten auch teilweise abnehmen. Und für Singles kann ich nur empfehlen, einen Einkaufstrolley. Also jetzt nicht den für 25 Euro bei den Billigherstellern, sondern nehmt da ruhig mal euer Weihnachts- oder Geburtstagsgeld für. Es wird sich 10-mal rentieren, weil ihr unterwegs das Gewicht nicht mehr spürt. Also wenn ich oft Wasser holen musste, als wir noch kein Auto hatten, da war ich sehr dankbar für den Trolley. Der hatte große Räder, war einigermaßen stabil. Und ich habe mich auf Feuer erkundigt, ob ich da ohne Probleme 10 Kilo reinpacken kann. Ja.
Gut, ich habe da ein bisschen über 100 Euro für ausgegeben. Aber dafür habe ich den schon viele Jahre. Der ist mir nie kaputt gebrochen, nie auseinandergefallen. Hat nie Zicken gemacht. Die Reifen sind nicht kaputt gegangen. Obwohl hier in Berlin natürlich auch mal Glasscherben unten rumliegen oder andere tolle Sachen, auf die man auf gar keinen Fall treten möchte. Was mache ich denn hier? Geht die Avocado nicht? So. Ja. Ich will auch nicht zu viel erzählen. Aber es gibt so Sachen, da denke ich mir manchmal, wenn ich die früher gewusst hätte, hätte ich eine Menge Geld gespart. Und wenn ihr jung seid und ihr habt wenig Geld, dann müsst ihr manchmal auch wirklich deutlich kreativer sein als Menschen, die einen Fahrbahnuntersatz haben und von A nach B auch ohne Fahrkarte kommen. Ja, meine Eltern sind früher immer mit Hilfe des Fahrrades zu der Einkaufsmöglichkeit hin und zurück und haben so die Dinge mitgenommen, die wir eingekauft haben, einfach um Benzin zu sparen. Also heutzutage, ich weiß ja nicht, wer von euch sich das noch leisten kann oder wer von euch Eltern hat, die vielleicht sogar zwei PKWs haben, die sie für die Arbeit brauchen. Heutzutage werden insgesamt die Energiequellen immer teurer, zumindest scheint es so. Man hört ja immer wieder, die Ölreserven, die werden sehr, sehr bald aufgebraucht sein. Also vermutlich wird es bald weniger Öl geben. Ich muss mal kurz abbrechen.